Gut, ping erstmal. Es ist immer so schwer, die Dose mit einer Hand aufzumachen. Das ist unglaublich. Ja, es ist früh. Also wir müssen ja auch mal trinken, ne? Pink. Ja, wieder aufsetzen, das muss auch Bußgeld bezahlen. Es ist ja früh, ne? Ja. Heute geht's auf Treuhand. Mal wieder. Das hatten wir ja schon mal. Und heute gucken wir uns noch mal ein paar andere Läden an. Und da kann ich die 10 Minuten Fahrt in die Dortmunder Innenstadt hier mal nutzen und schon mal so ein Bierchen trinken, ne? Verköstigen. Wir haben aber noch einen Stargast, der kommt aber gleich. Bis dann. Wusstet ihr eigentlich, dass Bier auf Dänisch Öl heißt? Öl? Bier. Und ist der Motor hier auch immer Öl. So, jetzt stehen wir hier vor All You Can Meet, nicht Eat oder so, ne? Und dann gehen wir da rein und dann gucken wir mal, die haben auch mal so Lagerregale, die kann man anmieten als normaler Mensch und dann seinen Scheiß da reinstellen. Vielleicht sind da Toys bei. Wir haben schon so ein paar Gesellschaftsspiele gesehen, ist ja jetzt nicht so meins, aber da kann man ja mal reingehen und gucken, was so passiert. Guck mal, meine Maske sieht aus hier Scorpion oder Sub-Zero von Mortal Kombat. Come here! Ja, da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rein, ne? Erinnert ihr euch noch an Hörspieltapes hier? Hey. Fünf Freunde, Neuauflage allerdings. Habe ich früher auch immer gehört, ne? Hier Fünf Freunde, Jan Tenner, drei Fragezeichen, TKKG. Was habt ihr denn so auf Tape gehört damals, als ihr noch klein wart? Sag doch mal. So, hier haben wir den Marco. Den kennt ihr vielleicht aus einem anderen Video. Ist von den Kreitreiders. Du hast immer noch den Laden All You Can Meet. Erzähl uns mal so ein bisschen was über das Konzept. Ja, der ganze Laden All You Can Meet gehört mir nicht. Mir gehört da drin Dr. Toylittle. All You Can Meet ist eine Regalvermietung. Das heißt, jeder kann hierher kommen, kann sich ein Regal mieten oder eine andere Fläche. Wir haben auch kleinere, andere Flächen. Und kann dort seine Sachen, die er nicht mehr braucht, verkaufen. Man kriegt eine spezielle Kundennummer, die schreibt man auf jedes Preisschild drauf. Dann verkaufen wir die Sachen im Grunde fast wie ein Trödelmarkt, nur dass man nicht selber neben seinem Stand stehen muss. Ich selbst habe ja auch eine größere Fläche gemietet, habe hier meinen Laden Dr. Toylittle rein verlegt. Früher war ich ja immer auf Comic-Cons, auf Movie Days und sonst wo unterwegs. Und jetzt verkaufe ich halt hauptsächlich nur noch über diesen Laden. Und das läuft? Das läuft, ja. Es läuft und ich muss nicht so viel schleppen. Das ist schon positiv. Was würdest du sagen, wenn Leute, was sollten Leute suchen unbedingt, um hier hinzukommen? Also wenn ihr XY sucht, dann kommt hier hin. Ja, das ist schwer zu sagen, weil im Grunde funktioniert unser Laden nicht so, dass man irgendetwas sucht, kommt rein und findet das. Dieser Laden ist wie ein Trödelmarkt. Ja, man kommt hier rein, es gibt unheimlich viel unterschiedliche Sachen. Es fängt an bei Kleidung, Schallplatten haben wir hier, große Auswahl, DVDs, Videokassetten. Aber auch alle möglichen Trödel, bis hin zu Dekoartikeln aus den 50ern, bis halt hin zu modernem Filmmerchandise. Preise gestalten die Leute selber oder? Genau, ja. Jeder gestaltet seine Preise selber. Die Leute zahlen halt eine gewisse Mietgebühr für die Flächen, die sie haben. Pro verkauften Artikel kriegen wir 10% Verkaufsprovision, wie Internet-Auktionshäuser zum Beispiel auch. Aber die Preisgestaltung, das machen die Leute alle selber. Deswegen haben wir auch, der eine mag ein bisschen teurer sein, der andere ist dafür ein bisschen günstiger. Das ist hier sehr bunt gemischt. Cooles Konzept, vielen Dank. Ja, gerne. Seht ihr hier die schönen Regale? Was haben wir denn hier? PlayStation 2 Spiele sogar. Oh, da gucken wir mal durch hier. Ja, und DVDs und Schallplatten etc. pp. Gebe ich meinen Korb. Vielleicht wird er noch voll, aber erstmal muss mein Rucksack leer werden, weil da habe ich noch was drin. Für einen ganz speziellen Stargast, der jetzt gleich im Bild erscheinen wird. So, da ist er endlich. DSD, sein Midnight Figure Feature. Ich nehme ab, wir sind heute Nacht. Schönen guten Tag gesagt, gute Nacht und ja. Wir sind heute auf Toyhand. So ein bisschen wieder, ne? Die Toys sind unterwegs nach Toys am Suchen, am dran sein. Noch nicht gefrühstückt, das machen wir gleich in Form von Frikadellen und Bier. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Guck mal, der Himmel klärt langsam auf, es regnet nicht mehr. Die macht es mit uns und dann gucken wir mal, was wir so finden werden. Wo geht's denn heute hin überhaupt? Jetzt waren wir gerade bei All You Can Meet. Wo geht's jetzt hin? Genau, wir werden jetzt mal kurz hier Müller attackieren. Ne, da haben die ja zwischendurch immer so ein bisschen Spielzeug und so weiter. Auch Star Wars halt, ne? Gucken, was da im Angebot ist. Vielleicht nochmal zum alten Lütgenau rüber, die kläglichen Reste angucken, die machen ja leider zu. Dann geht's aber nachher nochmal Richtung Böwinghausen zum Comicland. Da freue ich mich ja richtig drauf, weil in der Stadt bin ich ja eh fast jeden Tag. Aber Comicland waren wir letztes Mal Ende Februar, glaube ich, oder? Ja, das ist ein bisschen. Gucken, was da Neues ist und vielleicht kann man da ja noch was abgreifen und mitnehmen. Wir schauen mal. So,
Achso, nochmal kurz. Zwischenshop bei GameStop, da haben sie ja auch manchmal Toys. Ne? Heute alles 25% runter. Leider ist das hier mit Star Wars, aber zeigen wir mal hier mit Star Wars ein bisschen karg. Da gibt es dann diesen netten Herrn hier, den Jet Trooper. Aber naja, ne, von den neuen sammeln wir nicht, die alten sind teuer genug und da fehlen mir immer noch ein paar. Ne? Hier, Funko Pop, wenn ihr Funko Pop wollt, da werdet ihr dann glücklich. So, jetzt sind wir hier im Müller, ne? Sollte man nicht glauben, aber die haben auch eine Spielzeugabteilung, ne? Seht ihr hier schon hier Barbie-Puppen. Ein Traum in Pink. Aber das suchen wir ja nicht, ne? Wir suchen hier andere Geschichten. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken, ne? Oh, der DSD kriegt gerade einen Abgang hier nebenbei. Yes, Alter. Mandalorian, Stormtrooper. Oh, eine der neuen Packungen, Alter. Geil. Oh ja, Admiral Akbar. It's a trap. Ja, jetzt haben sie aber, was ist das hier überhaupt? Den habe ich noch gar nicht gesehen, den Falken gar nicht. Ich werde wahnsinnig. Ja, aber da warte ich lieber noch mal ein paar Monate. Dann gehen die nämlich auf 15 Euro runter. Ist das so? Ja, guck mal, die sind ja auch schon wieder reduziert. Die waren aber letztens auch für 15. Hier gab es nämlich Snowtrooper, Hoodtrooper auch und Ad-Driver für 15 Euro mal als Black Series. Ein paar Sekunden später. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Voll geil. Bisschen Müller drin, ne? Und flimsige Star Wars Figuren. Richtig schön. Und guck's mal, was so geht halt. Ne? Habt ihr ja gerade gesehen, der DSD ist voll abgegangen. Kommt so eine Pomeranzzahn und sagt so, ja, wir haben das aber nicht so gerne, wenn hier gefilmt wird. Und wir so, ja, aber wir filmen ja nur uns und mi und gehen sie und meine Güte, das ist heutzutage immer schlimmer wird das hier irgendwie. Also hier seht ihr, ne, Müller, hier, ja genau, Müller auf dem Wissen, Hellwig, nicht supporten bitte, geht da nicht rein und kauft irgendwas. Das finden auch die Jesus-Freaks hier, die ganz, ganz schöne Akustikmusik machen und die Leute versuchen zu bekehren. Das wäre ja eigentlich auch nochmal so ein Talk wert, ne? Aber passt nicht zum Thema heute. So, jetzt stehen wir hier vor einer Spielzeugladen-Institution, schweres Wort, in Dortmund-Lütgenau, ne? Wenn man sich so dran erinnert, damals, als so Weihnachten war, da waren die ganzen Fenster voll mit irgendwelchen Spielzeug-Dioramen, ganz viele Masters-Ausstellungen oder Star Wars oder Plüschtiere und sowas, die haben sie alle bewegt. Es war als Kind natürlich immer großartig, hier nach Lütgenau zu gehen. Tja, und wie es so ist, es bleibt nichts, wie es ist, macht auch zu. Wird es dann auch nicht mehr geben, die nächste Kindheitserinnerung ausradiert. Rest in Peace Lütgenau. Und ohne Witz, den Laden kenne ich seit, boah, keine Ahnung, wie alt war ich da, 4 Jahre oder so, 5 Jahre, wenn man so die ersten Male mit seinen Eltern in die Stadt geht und dann sich die Nase an den Schaufensterscheiben platt drückt. Ja, nichts bleibt, wie es ist. Schade. Ja, war schon weg jetzt alles, ne? Ja, alles weg. Schade, ja. Also hier war ich echt, ich glaube, seit meinem 4. Lebensjahr oder so. Ja, also ich auch. Mindestens 42 Jahre kenne ich den Laden halt. Und jetzt mal Karstadt, was es ja auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt, dann spielt sogar keiner mehr. Oben noch. Oben ist schon seit einem halben Jahr dicht oder ein Dreivierteljahr. Du konntest gar nicht mehr hochgehen. Das ist halt echt schade, ey. Ja, nachdem das hier mit Müllers mal eine totale Pleite war und Lütgenau tot ist, muss man seinen Frust natürlich ertränken. Ihr hört es schon, ja. Es macht wieder Ping. Pingelingeling. Im Ringding-Ding an Malzers Backstube. Geht rein, ne? Pink. So, jetzt sind wir im Hangout, ne? Nichts geht ohne Hangout. Wenn man mit dem DSD unterwegs ist, muss man hier immer vorbei. Aber ist ja auch ein guter Laden. Gibt's hier Cans und Hip-Hop und Platten und so weiter. Aber jetzt gucken wir mal, was wir für ein DSD hier haben, ne? Ich habe dem ja heute schon, seine Treuhand ist ja eigentlich schon beendet. Das hier auch ein bisschen eingepackt, damit das sicher ankommt. Und zwar haben wir hier, guck mal hier, ist das geil oder ist das geil? Ja? Haben wir, das hat 13,95 gekostet und dachte ich mir so, ey komm, da muss ich mir 2 von holen, 1 für mich und 1 direkt für den DSD und jetzt übergeben wir das mal einfach, ne, an den. Feierlich. So, jetzt eine feierliche Übergabe, hier haben wir den DSD und hier ist Rogue One TIE Fighter, was ist das? Wie heißt das? TIE Striker, genau. Konnte ich mir auch nicht merken. Mit TIE Fighter Pilot dabei. Sehr schön. Dann habe ich auch für nächste Woche direkt wieder ein Review.
Ist ja nicht so, dass ich nichts mehr hätte, ne? Schöne Grüße an der Malfein, aber ich packe auch mal was anderes aus. Habe ich auch schon bezahlt. Pack mal hier aus, ja. Genau, ich packe jetzt genau hier aus, ey. Das fehlt mir auch noch, ey. Dann die Jungs bemalen das direkt, dann sieht das hinterher so aus oder so oder so. Das vergesse ich jedes Mal, den Vogel mitzubringen, ne? Guck mal hier, ich hab noch was für ein DSD. Das habe ich von einem Zuschauer geschenkt gekriegt. Die hatte ich aber schon und dann denke ich mir, dann gebe ich es doch an jemanden weiter, der es zu würdigen weiß. War früher in der Kellogg's-Packung drin, diese Teile. Das geben wir dem DSD jetzt auch nochmal hier. Ne? Hier, gib noch was. Mit vollem Mund, danke. Kellogg's schmeckt, macht fit und ja, genau, Ahnung, genau. Da habe ich früher als Kind schon, siehst du ja, nichts in der Arme, aber... Viel Spaß damit. Danke, aber ein Qui-Gon R2-D2. Danke, dem Minister. Hey, an den Zuschauer, ne? Ach ja. Das habe ich von Zuschauern geschickt, aber ich hatte da doppelt. Ich habe das ja in dem Video gesehen vom Herrn Minister. Stimmt, und das war das. Du hast die eh schon alle, weil du damals da hingeschrieben hattest auch, ne? Und dann haben sie dir, glaube ich, alles da genau. Ja, geil. Jetzt sind sie bei mir in der Sammlung, da sind sie gut aufgehoben. Dankeschön. So, jetzt sind wir immer noch im Hänger, ne? Aber das Union Jubiläumsbier sehr zu empfehlen und Hänger auch sehr zu empfehlen mit dem Ping, ne? Ping, Prostata. Grüße gehen übrigens auch nochmal raus hier an meine ganzen Berliner Dudes, ne? Hier an Keller von Arroganz, an Excel One. Hier, wir haben hier Sterni aus Dosen. Sterni, da nehmen wir uns gleich bestimmt nochmal was mit, ne? Ping erstmal, ne? Hier mal kleines Fazit, ne? Noch kein Spielzeug ergattert, obwohl doch, ich habe Masters of the Universe Pins. Da habe ich mir gleich zwei von gekauft. Einer davon ist für einen sehr, sehr guten Freund. Der wird sich sehr freuen. Wer das wohl sein mag, man wird es erfahren. Was ist weiterhin passiert? Wir haben sehr viel Bier getrunken, noch keine Spielzeugsachen gefunden. Aus Müller rausgeflogen. Und im Hänger über Oldschool-Hip-Hop gesprochen. Ja, ich meine, ist eigentlich jetzt nicht so die Toy-Tour, aber ich verzeichne das jetzt einfach mal darunter, weil es geht ja jetzt noch ins Comicland nach, wo ist er, Bövinghausen. Und da wird es sicherlich noch was Schönes geben. Wir bleiben dran und vielleicht wissen wir nicht, was passiert. Jetzt geht es ja so ein Comicland und der DSD, der filmt mich ja auch hier, während ich hier mit euch laber. Aber jetzt filmen wir mal den DSD, wie er mit seinen Leuten labert. Wir drehen jetzt um. Das kann ja nicht sein. Schwuppdiwupp. Und da ist er. Verhext, ne? Eigentlich will ich nur Graffitis filmen, aber wir sind jetzt auf dem Weg. Also wir kommen jetzt über Möllerbrücke, wo ja heute Abend eh noch eine Ausschreitungsparty wieder sein wird. Da werden die Anwohner sich wieder sehr freuen, wenn es da oben auf der Brücke wieder richtig abgeht und wahrscheinlich auch alles. Das kann halt mal passieren, ne? Das müssen wir rauspiepen, das können wir wieder machen. Was, ich piep hier, was hat er gesagt? Er hat uns beschimpft, der Fahrer, nein. Was denn? Das geht schon, Alter. Wir fahren ja jetzt erstmal zum Comicland. Sprich erstmal Germania, da müssen wir erstmal gucken, was mit dem Bus da ist. Von rechts nach links. Gleich sagt uns bestimmt ein netter Mitarbeiter, bitte nicht filmen. Das ist dann so wie bei Müller vorhin, dann geht das wieder ab. So, Müllerbrücke, hier haben wir früher auch ganz viele Schandtaten. Gerade mit Funky Quiz und so waren wir hier sehr, sehr oft. Es muss ja weitergehen hier, ne? Im Zug. Auf dem Weg zum Comicland. Super Laden, ne? Ping, ne? Ping, Pong, Prostata. Das ist alles nicht so gelaufen wie geplant. Eigentlich sollte das ein Toy-Hunt-Video werden. Jetzt wird es doch durch die Nacht, weil nachher gibt es noch Kinofilm und dann gibt es noch irgendwie Geburtstag, keine Ahnung, Hip-Hop-Scheiße, keine... I don't know. Wir fahren jetzt auf jeden Fall ins Comicland. Also wird das so ein Toy durch die Nacht. In asozial aber. Und jetzt muss der Minister aber auch mal sein Bierchen wegstellen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Hier ist unser Tresen, der ist halt hier, ne? Und wir trinken ja Bier, ne? Prostata, Prostata! Es gibt aber auch noch Stromkastentheken. Die sind auch sehr beliebt, weil die eine schöne Höhe haben zum Ablehnen und zum Bier abstellen. Ja, nach vielen Irren und Wirren sind wir jetzt am Comicland angekommen. Das wird wahrscheinlich auch die letzte Station der Toy-Tour sein. Wie ich schon sagte, ich habe erst gedacht, mache ich ein Toy-Video. Nein, das wird eigentlich durch die Nacht, weil wir saufen hier einfach nur und sind einfach nur asozial. Wir gehen jetzt zum Comicland rein und ich hoffe, dass ich da vielleicht noch mal ein paar schöne Exponate bekomme. Ich habe aber heute schon schöne Sachen bekommen. Und zwar, wartet mal, ich habe das hier in so einem schönen Beutelchen. Nee, das ist ja meine Maske. Das ist der Maulkorb. Wo habe ich das denn? Es ist auf jeden Fall nicht weg. Ach, hier habe ich es. In so einem schönen... Nee, das ist auch eine Maske. Naja,
Seht ihr dann später. So, jetzt sind wir im Comicland am Dranne sein. Und man muss ja auch dazu sagen, den Laden gibt es schon seit über 30 Jahren. Das ist so eine Institution in Dortmund. Und wenn ihr jemals in Dortmund seid und vielleicht Comics oder Actionfiguren haben wollt, dann kommt ihr ins Comicland. Und lasst da bitte euer Geld. Jetzt komme ich aber ins Grübeln, weil da hinten gibt es die Origins-Figuren hier tatsächlich. Aber hier gibt es auch die, kann man hier gucken? Ja. Die Godzilla-Figuren. Da muss ja auch nochmal ein bisschen was springen gelassen werden. Weil, Godzilla, ne? Godzilla oder Masters? Hier haben die tatsächlich die Origins-Figuren. Ich glaube es nicht. Die Origins-Figuren sind im Comicland angekommen. Weißt du, Smith Toys kriegt ihren Scheiß nicht geregelt. Ja. Ne? Aber hier gibt es das. Ich sag ja, Comicland in Lütgenbömmel, wie auch immer. Das ist Bövinghausen. Da müsst ihr hin. Da gibt es den Real Deal. Aber ich frage mich die ganze Zeit, soll ich jetzt die. Nimm die mit. Origins. Oder die Godzilla-Figuren. Oder Godzilla. Es ist leider nur der Jared, aka David Bowie. Aber guck mal, das Viech. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist geil. Dance, Magic, Dance. Comicland ist immer ein schönes Ding. Ne? Ich mache jetzt mal direkt kein Unboxing oder sowas, aber ich zeige euch mal, was ich hier bekommen habe. Ja, der ein oder andere Moto-Fan kennt das. Die Japano verpackten Masters of the Universe-Figuren von Super 7. Hier He-Man muss natürlich sein. Nimmt man sich dann halt mit. Die hatten auch tatsächlich die Origins da. Schon hier die Origins. Aber da denke ich mir so, na, da warten wir mal lieber, bis es das gibt. Hier, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Hier der Biollante Godzilla. Godzilla, hier machen wir mal auf hier. Man könnte mal reingucken hier. So, hier gibt's was denn? Jetzt hier schön, ne? Der fehlte mir auch noch in der Sammlung. Und da Necker ja das ja die Rechte abgeben musste und die nicht mehr produziert werden bei Necker, nimmt man sich das halt auch mit. Und na. Auch voll nett, noch so ein Metal-Dude hier kennengelernt. Steht einer mit Metal-T-Shirt herum. Und da denke ich mir so, ja, das ist bei Metalheads sehr verbreitet, dass sie sich halt auch Toys kaufen. So wie bei mir. Gibt's auch andere, ne? So, jetzt machen wir nochmal Ping, ne? Nee, du hast nicht. Lass uns mal einen trinken, ne? Hier auch das gute Sternburg Export. Für all meine Berliner Leute gab's im Hangout. Super. Jetzt hier Comicland. Gerade mit einem netten Menschen gesprochen, der das gerade filmt. Haha, ihr wollt wissen, wer das ist. Aber dann werdet ihr nicht sehen. So, und jetzt tschüss, ne? Wählt diese Partei, sie ist sehr gut. Die hat auch was gekauft. Was hast du denn gekauft? Also erstmal, der Herr Minister packt ja wahrscheinlich am Schluss erst aus, ne? Ja. Aber ich habe einmal Reaction. Vielleicht gar nicht für mich, aber vielleicht für das Frauchen. Weil die halt Wolf. Den Michael J. Fox, ne? Aber jetzt überlegt, doch ist er, ich dachte gerade Teen Wolf 2, wenn das dieser andere unbekannte Arschloch wäre. Aber Michael J. ist drauf, ne? Vielleicht ganz schön. Gut, also mittlerweile finde ich die Reaction gut. Ja, und den musste ich mitnehmen, auch wenn er 20 Euro kostet. Aber ich sehe gerade, der ist aus der neuen Wave auch. Das ist hier auf der Star Wars Karte halt. Das ist noch nie mal, ich dachte erst, das wäre eine Retro Collection oder so, aber Retro ist ja wirklich nur die alten. Und das Gesicht, oh, ist gar nicht schlecht. Diese Face Prints, weißt du, damit auch Stücke bei sind. Vielleicht packe ich den demnächst aus, aber das ist, steht da bei mir. Es geht weiter hier, es geht weiter. Nächste Runde rückwärts. Wo geht's denn jetzt hin hier, DSD? Sag doch mal. Wir fahren jetzt wieder zurück zum Hangout erstmal. Ha, okay. Also. Trinken dann noch ein Bier, gucken uns gleich noch so einen Hip-Hop-Film, so eine Dokumentation in der Schauburg wahrscheinlich an. Erstmal essen wir gleich was, wir trinken erstmal Bier, hören da auch metallische Musik im Hangout, im Hip-Hop-Laden, weil es ist ja Samstag heute. Da sind andere Mitarbeiter vor Ort. Aha. Und dann schauen wir mal,
welche Toys wir noch so treffen. Weil Sabrina hat früher schon gesagt, Toys, Toys, Toys. Toys, ja, da, 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 Boys, Boys. Ja, Sabrina, Sabrina. Kennt ihr noch Sabrina? Das war eine heiße Alte. Warte, den Skeletor. Skeletor! Seht ihr hier mal, ist das schön. Viele regen sich ja auf wegen dem offenen Maul irgendwie. Aber das ist ja genau dieses Animation-Teil. Zeichentrickserie halt, ne? Ja, genau. Früher. Ja. Und diesmal sind die Waffen nochmal separat eingepackt. Ja, klar. Das ist ja wie früher halt. Nee, früher lagen die, glaube ich, nur drin rum. So, was haben wir hier? Tila noch hier. Tila, ja, schön. Warte. Ja. Der geht immer aus. Warte, jetzt läuft er. Okay. Ja, von früher weiß ich ja nicht. Ich war ja immer nur auf Krieg der Sterne. Das sind ja Barbies für große Jungs, ne? Ja. Konnte ich früher schon nichts mehr anfangen und jetzt aber. Ja, da ist er, der mächtigste Mann des Universums. Warte, warum ist die Kamera schon wieder aus? Mit Schwert, Schild und Axt. Ja, genau. Wie früher. Beastman haben wir auch. Den packen wir jetzt nicht hier raus hier. Aber das sieht ja, das hier, ist das geil oder ist das geil? Ist das geil? Zeig doch mal den Beastman. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Es muss ja weitergehen. Wir haben ja noch was vor uns. Ach, ihr habt schon gehört, ne? Es hat schon wieder Tisch gemacht. Hier und hier ist das Tisch. Muss ich mal erklären hier, der Jute Sternburg Export für alle Berliner, ne? Kalle, das geht auf dich. Ping auf Arroganz. Ja, jetzt sind wir wieder auf der Brück von Lütgen Bömmel vom Comic Land. Wieder in die Dortmunder City, in das Leben, in das pulsierende Leben Dortmunds gezogen. Ich glaube, die Toy-Tour ist vorbei. Jetzt geht's eigentlich nur noch darum, hier Ping zu machen. Ping-Nummer. Und dann geht's, glaube ich, gleich nur noch um Hip-Hop und Graffiti. Man weiß es nicht. Ihr werdet das sehen. Ihr werdet das sehen, weil ihr seid live dabei. Naja, so halb live. Ja. Es hilft ja alles nichts, ne? Da wollte ich einen Dude zu einem Bier einladen, hat der mich auf einmal selber zu einem Bier eingeladen und jetzt haben wir hier nochmal Kronenexport. Ta-ta-ta-ta, Kronenexport. Weil Kronen schmeckt. Jetzt haben wir hier, ohne Witz, jamaikanisches Bier. Hier, man sieht das hier schön. Eckmark-Probe. Ja, wir haben hier. Soll ich richtig Werbung machen? So? Ja, wir machen richtig Werbung irgendwie. Wir dürfen denjenigen, der die Probe macht, nur nicht filmen. Weil, das ist ein. Er wird von der Polizei auf 12 Sternen zum Tode verurteilt, ist er. Ja, wir machen jetzt einfach mal hier. Er ist jahrzehntelanger Menschenhasser. Boah, das schmeckt so süß. Ich teste das auch mal hier. Boah, Alter. Ja, dann gib mir nochmal bitte. Ja, da kriegst du Zuckerschock. Also ich gehe d'accord mit dem Menschen, der das vorher gesagt hat. Das ist schon, das ist sehr zuckerig. Kann ich? Ja, klar, mach mal. Hier, DSD, mach mal. Nach zwei Dosen hast du... Ich mach mal eben diese Strohhalterung ab. Weil ich trinke hier aus dem Strohhalm. Jetzt ist natürlich doof, dass man sich das direkt in die Lippe reinwickst, aber... DSD, sag uns mal... Was ist denn das? Old Jamaican Ginger Beer. Ja. Gegen Erkältung wahrscheinlich sehr gut. Wir gucken mal. Oh, das ist abgerutscht. der DSD testet das jetzt und sagt danach sein Fazit. DSD, hau mal rein. Vielleicht kotze ich auch direkt. Warte, ich probiere einfach mal. Warte. Uah. Gar nicht so schlecht, wenn man nicht Bier trinkt.
Ja, das könnte ich aber auch stundenlang saufen. Das ist ähnlich wie diese Schöfferhofer alkoholfrei. Oder hier Ginger, wie heißt das da, dieses Ginger, nee, nicht Ginger Ale. Ja, und Ginger Ale auch noch, aber wie heißt das andere hier, Grapefruit, Schöfferhofer Grapefruit. Das ist aber sehr, ja, Ginger Ale mäßig. Ja. Ja, Ginger Bier, ich voll Horst hier. Ginger Bier, ich Eierkopf, Alter, natürlich schmeckt das so. Früher hast du als Teenie auch Ginger Ale Flaschen, Schweppes oder so. Ja. Kann ich zwischendurch mal gerne saufen und ist wie Whisky Sprite, nur ohne Schnaps. So, sind wir bei Mare. Mare ist, glaube ich, der beste Baguette-Laden in Dortmund. Wenn ihr in Dortmund seid, geht einfach zu Mare und macht euch ein Baguette klar. Ja. Wenn du Brückstraße gehst, musst du Mare gehen. Ist beste Baguette von Welt. Wir ziehen jetzt mit einer ganzen Horde von Leuten los und ziehen uns den RAG-Film rein. Wo warst du denn? Wuhan? Unverhofft kommt oft. Ich sage immer wieder, supportet mal so kleine Kinos und geht in lieber kleine Kinos anstelle von großen Filmpalästen. Das ist mein Wort zum, noch haben wir nicht Sonntag, aber ihr wisst schon Bescheid, ne? Jetzt sind der DSD und ich hier schön hier. Ja, komm, wir haben hier so eine Karte. Und wir gehen da jetzt rein. Leute, wir sind in der Mitte. Hier. Da sind die Dudes hier. So, jetzt hier RAG Video in Full Effect. Ja, ja, auf die RAF, ja, Prostata. 12 Uhr Mitternacht. So, jetzt war ich tatsächlich noch im Kino und hab mir den RAG-Film angeguckt. Ja, das war ein bisschen überkandidelt, cool geschnitten, für eine Doku, sehr gut gemacht. Sound und schnitttechnisch war das schon super, aber ich glaube, ein bisschen überkandidelt. Aber ist nur meine Meinung. Jetzt könnt ihr mich in den Kommentaren zerfetzen. Fuck you. Man denkt. Es fängt an wie eine so eine Toy-Tour und wir wollen ein bisschen Toys kaufen und hier mit dem Typen da losziehen. Und es endet in einer Durch-die-Nacht-Folge. Ja, und dann ist es halt eine Durch-die-Nacht-Folge. Aber alles andere macht ja nichts. Wahnsinn, oder? Alles andere wäre. Da kommt jemand aus dem Off, der sagt, alles andere wäre totaler Wahnsinn. Ja, da hat er schon standweise recht, ja. Weil du bist ja nicht umsonst hier unterwegs, ne? Nee. Ich bin nicht es folgt ja alles einer Sinnhaftigkeit. Es folgt alles einer Sinn. Oder nee, der Sinn liegt im Unsinn. DSD, es ist sehr dunkel. Man kann immer noch sehen, vielleicht kann man auch sehen, das Ping, ne? Wir müssen noch Ping machen. Man kann es auch hören. Ja, Ping-Pong, Prostata. Ihr Fotzen. Ihr glaubt es oder nicht, ey, wir waren gerade an der Möllerbrücke, ne? Da war mit Filmen ein bisschen schwierig, weil aus Gründen. So, und jetzt gehen wir noch einen Absacker trinken im Black End. Wer hätte gedacht, ja, dass eine simple Toy-Tour einfach zur Tortour wird? Ja, früher gab es das Spirit, ne? Jetzt gibt es das Black End und es endet immer im Black End hier. Ping, ihr Fotzen. Ich habe ja schon draußen getrunken, aber ist mir jetzt egal. Ja, machen wir mal Ping, ne? Wir sind immer noch im Black End, wollen wir mal Ping machen, ne? Eine Ewigkeit später. Hallo Svenja, ich möchte gerne dein Gesicht. Ja, jetzt mal auf dem Weg nach Hause. Wir brauchen noch einen schmierigen Burger. Ich weiß, ihr wollt das jetzt noch sehen, wie ich diesen schönen schmierigen Burger esse. Schmierigen Burger. Das ist aber ein bisschen schwierig. Sind da Tomaten drauf? Weil auf Tomaten kann ich. Nee, das ist keine Tomate drauf. Wir müssen hier den. Aber das ist gar nicht so einfach, den aus der Verpackung zu kriegen. Eigentlich sollte das ein Toy-Video werden, jetzt wurde es ein Durch-die-Nacht-Video. Es tut mir leid, aber die schönsten Videos müssen auch irgendwann mal enden, ne? Und ich sage jetzt mal, zu viel Internet ist ungesund. Zu viel McDonald's-Burger auch, aber das hat seinen Grund. Tschüss, ne? Und jetzt abschalten. Ja, ist wie bei den Marvel-Filmen, ne? Da kommt immer noch so ein
Nachtrag. Nachtrag. Und in der nächsten Folge sehen Sie... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ein schöner Abend. Auch hier mit dem Brocke. Da habe ich den Brocke mal kennengelernt. Auf jeden Fall war der ganze Abend nicht so geplant. Normalerweise war das als Toy-Tour geplant. Toy-Tour geplant, aber jetzt ist es halt eine Durch-die-Nacht-Folge geworden. Habe ich, glaube ich, auch schon 3 Millionen Mal erwähnt, ne? Aber ist mir auch scheißegal. Und jetzt tschüss, ne?